Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Moin, liebe HSV-Fans, zum heutigen Spieltagscheck, der wie immer präsentiert wird von Admiral Bett. Wir reisen am Freitag nach der Länderspielpause zu Fortuna Düsseldorf und darüber sprechen wir heute mit Moritz Heyer. Moin, Mo. Moin, ich freue mich hier zu sein. Ja, Mo, das Spiel bei Fortuna Düsseldorf, es wird in jedem Fall ein besonderes, wenn wir schon mal auf das Trikot hier hinter uns sehen. Supporters Club Geburtstag und besonderes Trikot, wie gefällt es dir? Also ich persönlich finde, dass es sehr, sehr gut ausschaut, sehr, sehr schön oder sehr, sehr gelungenes Trikot. Ja, und freut mich, dass wir da am Wochenende damit auflaufen dürfen. Passend zum Supporters Club Geburtstag reisen auch 20.000 Fans mit nach Düsseldorf. Das ist eine enorme Zahl. Welche Bedeutung hat das für euch im Team? Ja, ich glaube, das haben wir schon die ganze Saison, dass enorm viele Fans mit uns reisen, egal zu welchem Auswärtsspiel. Und ja, diese Unterstützung ist dann einfach Wahnsinn und ja, freut uns natürlich sehr, dass so viele da sind. Ist dann gefühlt wieder ein Heimspiel und das wollen wir dann natürlich auch gewinnen. Du sprichst es schon an, es reisen sehr viele Auswärtsfans immer mit. Was können Auswärtsfans in einem gegnerischen Stadion nochmal für euch bewirken? Vielleicht auch im Vergleich zu einem Heimspiel, gibt es da Unterschiede? Ja, ich glaube, dass die Lautstärke ein Unterschied ist. Also ich glaube, dass wir oder die Fans sehr, sehr, sehr laut auch auswärts sind und dementsprechend fühlt es sich dann teilweise schon an wie Heimspiele und hilft uns extrem auf dem Platz, weil wir die Stimmung halt ja dann auf unser Spiel transportieren können. Bevor wir dann auf das Spiel bei Fortuna Düsseldorf schauen, blicken wir noch einmal kurz zurück und schauen, was in der Länderspielpause hier rund um den HSV so los war. Und das machen wir wie immer in der Rubrik Unser HSV. Auch wenn in den Stadien der zweiten Bundesliga am vergangenen Wochenende wegen der Länderspielpause kein Ball rollte, war rund um das Volksparkstadion einiges los. Am Donnerstag nutzten die Rothosen die spielfreie Zeit für einen Test gegen Eintracht Braunschweig. Auch wenn das Testspiel mit 1:2 verloren ging, blickte Cheftrainer Tim Walter positiv auf die Trainingswoche zurück. Ja, wichtig war für uns nur, dass wir nochmal an die Grenzen gehen. Wir haben gestern sehr hart zweimal trainiert, wir haben vorgestern hart trainiert. Ja, und dann ist es wichtig zu sehen, dass die Jungs auch über Punkte hinausgehen können. Und das hat man gemerkt, teilweise Krämpfe gehabt, weil wir wirklich sehr hart gearbeitet haben. Und von daher war es gut, das heute nochmal zu sehen. Und das Ergebnis letztendlich ist zweitrangig. Wir wollen immer gewinnen, aber manchmal ist es vielleicht auch nicht ganz möglich, weil der Gegner dann mitspielt und weil wir vielleicht nicht den allerbesten Tag haben oder nicht mehr die Kraft dazu haben. Auch abseits des Platzes stand im Volkspark in dieser Woche ein echtes Highlight an. Vertreter der Hamburger Sea Devils, der European League of Football und HSV-Vorstand Jonas Bold kamen im Pressekonferenzraum des Volksparkstadions zusammen. Grund für die Pressekonferenz war das im Juni anstehende Saisoneröffnungsspiel der Sea Devils, das im Stadion des HSV ausgetragen wird. Bei allen Beteiligten ist die Vorfreude auf das Spiel, für das es noch einige Tickets auf der Homepage der Sea Devils zu erwerben gibt, groß. Dass wir wieder Football zurückbringen auf die große Bühne, das war tatsächlich erklärtes Ziel und auch mit dem HSV zusammen. Das heißt, wir haben hier heute im Grunde genommen auch nicht nur eine Partnerschaft wegen eines Stadions, sondern wir haben eine Partnerschaft tatsächlich mit zwei Partnern, die den Sport in Hamburg größer machen wollen und ich glaube auch tatsächlich größer machen können. Und wenn ich mir jetzt den Vorverkauf angucke, dann bin ich jetzt schon sicher, dass wir am 11.06. hier ein großes Fest feiern werden. Mit einer Ganztagesveranstaltung, an deren Ende dann am Ende des Tages ein Top-Sportereignis stehen wird und das die Hamburger sicherlich begeistern wird. Ja, ich freue mich, dass wir dieses Spiel hierher bekommen haben. Eigentlich muss man sagen, passt es vom Zeitpunkt doppelt. Es ist ja das Spiel Sea Devils gegen Rheinfire, also Hamburg gegen Düsseldorf. Für mich zwei besondere Städte und passend dazu haben wir ja am Freitag dann auch das Duell, zumindest auf Fußballseite. Auf die Partie in Düsseldorf am Freitagabend freuen sich auch Tim Walter und sein Team. Nach der überstandenen Länderspielpause wollen die Rothosen im ausverkauften Stadion 3 Punkte einfahren. Ganz besonders freuen sie sich dabei auf die Unterstützung von zahlreichen HSV-Fans, die den Rothosen nach Düsseldorf folgen werden. Das ist immer schön, wenn wir auswärts spielen. Ja, normal sind es vielleicht 2.000-3.000, in größeren Stadien dann natürlich auch mehr. Also wir können uns immer darauf verlassen. Ja, und wie gesagt, die unterstützen uns, wo es nur geht. Und egal, wie es uns dann auch vom Stand her geht, die sind immer bei uns. Und das ist einfach schön zu sehen,
Ja, dass sie wirklich uns supporten. Mit vereinten Kräften und rund 20.000 HSV-Fans im Rücken wollen die Rothosen ihr Bestes auf den Platz bringen, um 3 Punkte mit nach Hamburg zu nehmen. Mo, die Länderspielpause geht nun vorbei, aber wenn man einmal rückblickend betrachtet, gibt es Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten hat man in so einer kurzen Pause im Spielbetrieb vielleicht nochmal Dinge anzupassen oder zu justieren? Ja, also bei uns waren ja relativ viele unterwegs. Wir waren unter der Woche dann nicht ganz vollzählig, haben glaube ich trotzdem das Beste draus gemacht, haben viel im Ausdauerbereich gearbeitet, viel im taktischen Bereich, viel im Zweikampf und dementsprechend glaube ich, dass wir die Woche sehr, sehr gut genutzt haben, dass wir ja das auf jeden Fall sehr, sehr gut genutzt haben und und jetzt freuen wir uns aber auch wieder, dass es losgeht und dass die Jungs wieder alle zurück sind, beziehungsweise fast alle zurück sind und da bereiten wir uns jetzt auf Düsseldorf vor. Welche positiven Aspekte bringt so eine Pause nochmal mit? Du hast es schon so ein bisschen gerade angesprochen. Ja, also gerade für den Kopf war es vielleicht nach dem Spiel gegen Kiel nochmal wichtig, dass man den Kopf frei bekommt, dass man vielleicht ein bisschen was anderes im Kopf hat als Fußball und ich glaube, dass wir die Zeit alle sehr, sehr gut genutzt haben, aber sind jetzt auch wieder froh, dass wir hier sind, dass wir auf den Platz gehen können und am Wochenende das Spiel gewinnen wollen. Die Trainingsgruppe verändert sich ja auch immer in so einer Länderspielpause. Einige junge Spieler kamen jetzt auch die letzte Woche wieder mit dazu ins Training. Wie verändert das Training und wie siehst du diese jungen Spieler dann, die im Profitraining sich beweisen dürfen, die ja teilweise erst 16, 17 Jahre alt sind? Ja, also die jungen Spieler sind alle sehr, sehr motiviert, laufen sehr viel, versuchen sich voll reinzuhauen und das bringt uns weiter, weil wir dann auch an unsere Grenzen gehen müssen oder weil wir dann auch bei 100% sein müssen, sonst verlieren wir die Zweikämpfe oder verlieren den Ball und dementsprechend hilft es, glaube ich, sehr, dass die Jungs von unten auch Druck machen. Haben es sehr, sehr gut gemacht, muss ich auch nochmal sagen. Auch im Testspiel haben sie sehr, sehr gut gespielt. Dementsprechend war das eine sehr, sehr gelungene Aktion. Kannst du dich da an deine eigenen ersten Erfahrungen in so einem Profitraining, in einem Erwachsenentraining erinnern? Wie war das für dich? Ja, also in Osnabrück war das damals. Es war alles sehr, sehr schnell. Also ja, da musste man sich die ersten Minuten schon so ein bisschen umgucken, weil gerade der körperliche Bereich oder die Athletik schon anders als im Jugendfußball ist. Und es geht, wie gesagt, alles viel schneller, die Pässe werden schneller gespielt. Da braucht man dann so ein paar Minuten schon, um reinzukommen, vielleicht auch ein paar Trainingseinheiten. Aber ich glaube, inzwischen hat es ganz gut geklappt, dass ich jetzt voll drin bin. Bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Aber für einen Jugendspieler ist es immer sehr, sehr schön, glaube ich, oben mitzutrainieren bei den Profis. Und dementsprechend wissen wir das auch, dass die Jungs sich darauf freuen, dass die Jungs Lust haben. Und das bedeutet uns dann auch sehr viel. Ich springe jetzt einmal zurück in die heutige Zeit und einmal auch zu dir. Jetzt abseits von deiner Verletzung jetzt im Oktober hast du in dieser Saison wieder jedes Spiel in der Startformation gestanden. Wie siehst du deine persönliche Entwicklung jetzt in dieser Saison? Ja, ich glaube, dass ich schon nochmal einen Schritt nach vorne gemacht habe, gerade im Spiel mit dem Ball, dass ich schon noch ein bisschen mutiger geworden bin, gerade was so den Spielaufbau betrifft. Es freut mich natürlich, dass ich relativ oft auf dem Platz stehe. Klar, die Verletzung war jetzt nicht ganz so schön, hat mich dann vielleicht auch ein bisschen rausgebracht. Aber ich glaube, ich konnte da auch nochmal im körperlichen Bereich arbeiten, habe, glaube ich, auch ein bisschen Kraft getankt im Oberkörper und habe, glaube ich, das Beste dann auch draus gemacht. Du läufst ja zumeist als Rechtsverteidiger auf. Jetzt könnte es durch die Sperre von Sebastian Schonlau für dich wieder in die Innenverteidigung gehen, was ja auch mal deine eigentlich angestammte Position war. Ist es für dich eine Umstellung in deinem Spiel, wieder von Rechtsverteidiger zum Innenverteidiger zu wechseln? Ja, also es ist schon eine Umstellung. Als Rechtsverteidiger kann man dann vielleicht offensiv doch noch ein bisschen was nach vorne machen. Als Innenverteidiger ist dann schon deutlich anders, dass man ja defensiv erstmal die Position hält, nicht so viel rotiert, wie es dann vielleicht als Außenverteidiger der Fall ist. Dementsprechend ist das schon eine Umstellung, aber dessen bin ich mir bewusst und wenn es dann so kommen sollte, dann bin ich darauf vorbereitet. Das ist schon so ein bisschen angeschnitten. Allgemein hast du in dieser Saison schon neben Rechtsverteidiger in der Viererkette, teilweise auch schon in der Dreierkette haben wir agiert. Du hast jetzt auch im Testspiel als Linksverteidiger gespielt gegen Braunschweig. Nochmal so ein bisschen genau, inwieweit verändert das vielleicht auch deine Spielweise je nach Position? Spielst du pro Position anders, vom Kopf her auch, oder gehst du überall mit dem gleichen Mindset erstmal ran? Nee, also grundsätzlich beschäftige ich mich schon damit, was für die Position wichtig ist. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine Sache, wo ich sage, ja, die verändere ich jetzt. Klar, muss man ein bisschen auf die Details dann vielleicht achten, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, das verändere ich jetzt, sondern versuche dann einfach schon auf mich zu gucken, mein Spiel zu machen und verändern tue ich da jetzt so
eher weniger. Schauen wir auf die kommende Partie. Mit Daniel Thun steht bei Fortuna Düsseldorf ein alter Bekannter, ja, so für dich als auch für den HSV an der Seitenlinie. Welche Rolle spielt er für dich ganz persönlich in deiner Karriere und wie ist deine Verbindung zu ihm? Also mir persönlich hat er sehr, sehr weitergeholfen, hat mich extrem gefördert, extrem verbessert, hat mich damals zum VfL Osnabrück zurückgeholt, hat mich dann zum HSV geholt. Dementsprechend haben wir immer noch einen guten Kontakt, verstehen uns immer noch gut. Ja, aber er ist schon für meine Entwicklung oder für meine Karriere sehr, 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 sehr wichtig gewesen, vielleicht sogar der wichtigste Trainer in dem. Jetzt geht es am Freitag gegen Daniel Thun und es ist das Duell Dritter gegen Vierter. Die vergangenen beiden Spiele des HSV bei Fortuna Düsseldorf endeten unentschieden. Was bedarf es dort, um dort dann mal 3 Punkte mitzunehmen? Ja, ich glaube, dass wir einfach effizient sein müssen. Ich glaube, dass wir in jedem Spiel unsere Torchancen kriegen. Die müssen wir dann einfach versuchen zu nutzen. Und klar ist natürlich, dass wir unser Spiel durchdrücken wollen, dass wir viel den Ball haben wollen, vielen rotieren wollen, im Gegenpressing gut sein wollen und die Angriffe der Düsseldorfer dann im Keim ersticken. Mo hat schon mal einen ersten Einblick in unsere Spielweise gegeben. Was wir dazu noch von Fortuna Düsseldorf wissen müssen, das sehen wir jetzt im Gegnercheck. Zum ersten Mal seit mehreren Jahren wird die Düsseldorfer Merkur-Spielarena am Freitagabend ausverkauft sein. Passend zum Verfolgerduell um die Aufstiegsränge zwischen Fortuna Düsseldorf und dem HSV erwarten die Rheinländer 51.000 Zuschauer in ihrem Stadion. Ungefähr 20.000 von ihnen sollen Anhänger der Rothosen sein, die sich gemeinsam auf den Weg nach Düsseldorf machen, um ihre Mannschaft im Saisonendspurt nach vorne zu peitschen. Doch auch auf dem Platz verspricht das Duell einiges. Fortuna Düsseldorf verlor nur eines der letzten 5 Spiele. Nach dem 5:2-Sieg gegen Hansa Rostock vor der Länderspielpause sprang das Team von Daniel Thun auf Tabellenplatz 4 und hat seine Aufstiegshoffnungen somit noch nicht ganz begraben. Ein wichtiger Baustein im Rennen um die Aufstiegsränge war für die Düsseldorfer zuletzt ihr Top-Torjäger David Kownacki. Der polnische Stürmer schoss 11 der 43 Düsseldorfer Tore selbst und bereitete 7 weitere vor. Auf ihn muss die Abwehr der Rothosen am Freitag besonders Acht geben. Die Verteidigung der Fortuna wiederum hat aktuell mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Ex-HSV-Trainer Daniel Thun muss auf seinen Kapitän André Hoffmann verzichten. Er fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus. Doch trotz der Abwehrsorgen in der Düsseldorfer Defensive dürfen sich die 51.000 Fans im ausverkauften Stadion und die vielen weiteren vor den Fernsehern auf ein spannendes Verfolgerduell im Aufstiegsrennen freuen. Neben der Partie in der Merkur-Spielarena rollt auch auf weiteren Plätzen der Ball. Zeitgleich zu der Partie der Rothosen trifft der 1. FC Nürnberg auf den SV Darmstadt 98. Am Sonnabend empfängt der FC St. Pauli Jahn Regensburg. Der SV Sandhausen reist zu Hannover 96 und der Karlsruher SC empfängt Eintracht Braunschweig. Im Topspiel kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Heidenheim. Am Sonntag stehen dann noch die Partien des SC Paderborn und Greuther Fürth an, Holstein Kiel trifft auf Arminia Bielefeld und der 1. FC Magdeburg empfängt Hansa Rostock. Da sind wir wieder und es geht natürlich auch für Mo zum zweiten Mal in dieser Saison in die Crunch-Time. Regeln sollte dir mittlerweile bekannt sein, trotzdem einmal ganz kurz. Ball hält zu 60 Sekunden hoch. Ich stelle dir dazu ein paar Fachfragen. Wenn er dir runterfällt, gibt es einen Punkt Abzug. In der Hinrunde waren es 7 Punkte. Hast du Lust, dich zu steigern? Ja, dann versuchen wir mindestens 8, glaube ich. Ne? Super, 8. Es gibt am Ende der Saison eine Finalshow. Platz 3. Aktuell teilen sich mehrere Leute mit 10 Punkten, von daher, wenn du da rein willst, dann sollten es schon die 10 werden. Aber das nur, um etwas Druck zu erhöhen. Ansonsten, wenn du keine Fragen mehr hast, ziehe ich runter von 3 und dann kann es gleich losgehen. Dann geht's los in 3, 2, 1 und los. Wie viele Ligaspiele hast du in dieser Saison bereits absolviert? 19. Richtig. Wer war Trainer bei deinem Zweitligadebüt? Daniel Thun. Korrekt. Wie viele Pflichtspieltore hast du insgesamt für den HSV erzielt? 10. Korrekt. Nenne ein NBA-Team aus New York. New York Knicks. Korrekt. Wie ging das Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf aus? 2-1. Falsch. Nenne einen der Torschützen aus dem Hinspiel. Robert Glatze. Korrekt. Thomas Tuchel ist neuer Trainer beim FC Bayern. Welchen Verein trainierte er vorher? Chelsea. Korrekt. Wie viele Tore hast du in dieser Saison vorgelegt? 4. Korrekt.
Wie viele Punkte trennen Düsseldorf und den HSV aktuell in der Tabelle? 4. Falsch. Welchen Tabellenplatz belegt der VfL Osnabrück zurzeit? 4. Korrekt. Wie viele Spieler aus unserem Kader sind älter als du? 5. Falsch. Wer ist amtierender NBA-Champion? Golden State. Korrekt. Wer ist amtierender Formel-1-Weltmeister? Verstappen. Das ist auch noch korrekt. Und das waren ganz schön viele, soweit ich weiß. So, die fachkundige Jury hat zusammengezählt. 10 Punkte sind rausgekommen. Mo, Platz 3 für dich geteilt. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, besser als letztes Mal. Also dementsprechend bin ich zufrieden. Hoffe dann, dass ich nochmal spielen darf. Hat's dem Druck standgehalten? Auf jeden Fall, ja. Dann danken wir dir auf jeden Fall, dass du heute unser Gast warst. Und dann danken wir auch euch zu Hause, dass ihr uns heute zugeschaut habt. Freuen uns auf die Unterstützung von euch in Düsseldorf. Und ansonsten verbleiben wir mit den beliebten drei Worten: nur der HSV.